Hallo, mein Name ist Dagmar und ich möchte mich mit euch mit einem Beispiel von Klausurtermin 2018 mit einem offenen Aufgabenformat beschäftigen. Du siehst nebenstehend den Graph einer Polynomfunktion und man soll nun begründen, warum dieser Graph nun keine Polynomfunktion dritten Grades darstellen kann. Das heißt, es gilt nun genauer, den Verlauf von Polynomfunktionen zu untersuchen. Du siehst hier noch einmal genauer den Graph der Funktion abgebildet und es geht nun im Folgenden darum, dass wir uns typische Verläufe von Polynomfunktionen ansehen. Zunächst starten wir mit einer Polynomfunktion zweiten Grades. Wir wollen den Verlauf festhalten, die maximale Anzahl an Nullstellen und die maximale Anzahl an Extremstellen. Vorbereitet hier rechts stehend siehst du den Graph einer quadratischen Funktion mit 2x² plus 4x plus c. Für c habe ich einen Schieberiegel erstellt, um den Verlauf beobachten zu können. Man sieht zunächst, dass eine quadratische Funktion parabelförmig ist. Du siehst, dass eine quadratische Funktion parabelförmig ist. Das heißt, wir können für den Verlauf festhalten, dass es sich bei Polynomfunktionen zweiten Grades um Parabeln handelt. Es geht nun darum, die maximale Anzahl an Nullstellen zu untersuchen. Zwei Nullstellen hier und hier. Betätigen wir nun den Schieberegler, sieht man, dass es durchaus auch möglich ist, dass die Parabel keine Nullstelle hat, eine Nullstelle, in dem Fall spricht man dann auch von einer Doppelnullstelle, oder zwei. Aber es ist nicht möglich, dass sie mehr als zwei haben kann. Daher halten wir fest, maximal zwei Nullstellen und aufgrund des Verlaufs ist es auch nur möglich, dass sie maximal eine Extremstelle hat. Im Folgenden wollen wir uns nun mit Polynomfunktionen dritten Grades beschäftigen. Du siehst hier die Funktion x hoch 3 plus x hoch 2 plus c mal x plus d, das heißt für c und d habe ich einen Parameter eingefügt. Der Verlauf ist annähernd S-förmig. Durch Betätigung des Parameters c sieht man, dass das S-förmig sehr weit ausgelegt ist. Nun gilt es sich auch mit der maximalen Anzahl von Nullstellen zu beschäftigen. Und wir sehen, dass wir es schaffen, dass wir maximal drei Nullstellen haben. Auch die maximale Anzahl der Extremstellen ist somit 2 und die maximale Anzahl an Wendestellen ist 1. Im Folgenden wollen wir nun eine Polynomfunktion vierten Grades betrachten. Auch hier sieht man einen typischen Verlauf einer Polynomfunktion vierten Grades. Meist spricht man davon, dass der Buchstaben ähnlich verläuft, in dem Fall den Buchstaben W annimmt. Die gespiegelte Form, der Buchstabe M, ist natürlich ebenso möglich und natürlich auch alle Variationen. So, wenn wir B bewegen, sieht man, dass sich auch der Verlauf hier deutlich ändern kann. Auch C bewirkt eine ähnliche Veränderung. Der Parameter D bewirkt, dass der Graph entlang der Y-Achse nach oben und nach unten verschoben wird. Ein sehr typischer Verlauf ist, wenn es M-förmig oder W-förmig verläuft. Die maximale Anzahl an Nullstellen ist hier angezeigt. Sie beträgt 4, die maximale Anzahl an Extremstellen 3, die maximale Anzahl an Wendestellen 2. Nun haben wir genug Rüstzeug, um uns mit der Angabe noch einmal genauer zu beschäftigen. Du siehst nun hier noch einmal die Angabe. Wir beobachten den Verlauf des Graphen und können sehen, dass der Graph drei Extrempunkte hat. In etwa hier, hier und hier. Eine Polynomfunktion dritten Grades kann aber höchstens zwei Extrempunkte haben. Daher handelt es sich bei dieser Funktion
um eine Polynomfunktion, die mindestens vierten Grades ist. Ich hoffe, ihr seid spätestens jetzt auch Freunde der Mathematik geworden und beschäftigt euch gerne mit Freude auch weiterhin mit dieser tollen Wissenschaft.